Oh, wie lange denn noch? Leute, in welchem Universum ist das da, bitteschön, morgens? Kann mir das mal einer erklären? Der Typ meinte gestern zu uns, dass er hier heute Morgen jemanden vorbeischickt und dass dieser jemand uns irgendwie helfen wird mit der Feesache und sowas, mit dem kleinen Feenproblem, was wir haben, aber es passiert einfach nichts. Niemand kommt aus der Stadt der Monster, niemand hilft uns, niemand kann uns nicht... Aiden! Aiden! Was machst du denn hier? Na, Alarmbacke, auch endlich mal da. Was ist denn mit dir los? Du hast irgendwelche komischen Ohren und sowas, wa? Ich bin schon seit Tagen in der Stadt der Monster. Aber warum chillst du denn eigentlich hier draußen? Sag mal, ich wusste ja, dass du in dem Projekt mit dabei bist und sowas, aber ich hätte nicht gedacht, dass du schon da bist. Guck mal, hier ist eine schöne Blume. Möchtest du die haben? Na, die lassen wir hier stehen, wa? Was bist denn du eigentlich für ein Monster? Mega crazy, du hast so komische Zähne, so eine Fangzähne wie von so einem Monster und irgendwelche flauschigen Öhrchen. Ah, kann sein, dass es irgendwas mit Wölfen zu tun hat. Du hast einen Wolf auf dem T-Shirt. Ich weiß. Aua, jetzt ist mal gut hier. Also eigentlich warte ich hier auf jemanden, der mir weiterhelfen kann. Und zwar hat der Typ gestern zu mir gesagt, dass hier heute Morgen jemand vorbeikommt, der mir hilft mit meiner Fee und so weiter. Aber es ist keiner gekommen und ja, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht so richtig, was ich machen soll mit der Fee. Oder weißt du vielleicht, woher man eine Fee kriegt? Ich habe schon gehört, dass du nach einer Fee suchst. Ich habe meine bereits. Sie heißt Birgit. Du hast wirklich eine Fee, die Birgit heißt? Ey, dann geht's noch. Komm mit, wir dürfen aber auf keinen Fall von Menschen gesehen werden. Besonders nicht von Monsterfängern. Ach so, stimmt, wir dürfen nicht von Menschen gesehen werden. Das hat mir auch schon, wo wollen wir denn hingehen? Da oben? Da hinten? In den Tempel vielleicht? Oder was auch immer das da ist? Ich habe das schon gehört, dass ich mich tagsüber irgendwie nicht zeigen soll als Halbmonster, obwohl ich sagen muss, abgesehen von meinen Augen, erkennt man eigentlich gar nicht, dass ich ein Halbmonster bin, weil ich habe doch nur so kleine rote Augen, aber der Rest von mir ist eigentlich ziemlich normal. Vielleicht ein bisschen blasse Haut, was willst denn du? Da oben ist Waystone. Wo wollen wir denn hin? Kollege, wo geht's hin? Wollen wir mit den Waystone verreisen oder was? Jeder kann nur seine eigene Fee sehen. Wenn wir nach deiner suchen, siehst du also nur deine. Ist total easy. Hast du Birgit mit dabei oder was? Deine Fee? Die heißt einfach Birgit. Auf zur Feengrotte, let's go! Okay. Oh, okay. Auf zur Feengrotte. Aiden ist weg. Okay. Oh. Warte mal. Feengrotte? Crazy! Wir sind da! Aiden? Wo bist du? Warte mal, wo ist Aiden hin? Da hinten schwimmt er. Aiden, wo geht's denn hier lang? In die Feengrotte. Leute? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie vorbeikommen hier. Ich habe keine Ahnung, wo der Kollege schon wieder hinläuft. Dann lass mich mal hier hoch. Ich will nicht durchs Wasser schwimmen. Ich will mich nicht nass machen. Wer will sich denn schon nass machen? Okay. Alles klar. Was machst du hier unten mit den Wölfen? Sag mal. Was geht denn bei dir? Wieso legst du hier rum? Was? Au! Was ist? Ich bin jetzt endlich unter meinesgleichen. Okay. Du bist eindeutig ein Wolf. Ich sehe es dir schon an. An deinen scharfen Klauen, die an deinen Händen sind. Na gut. Dann lasse ich euch mal alleine. Ich suche... Oder sogar noch einer. Hier sind vier Wölfe mit Aiden sogar. Ich weiß nicht, dann suchen wir mal die Feengrotte, oder? Wenn Aiden jetzt hier draußen irgendwie chillen will oder sowas. Also hier ist der Waystone. Und wo sind jetzt die Feen? Oder sogar noch ein Wolf. Voll crazy, wie viele Wölfe hier irgendwie draußen im Wald rumlaufen. Das sieht schon sehr nach Grotte aus hier, weil das ist ja ganz schön viel Wasser. Ich glaube, eine Grotte hat sehr viel mit Wasser zu tun. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo im Wasser vielleicht so eine Art Eingang finden. Oder vielleicht auch eine Art Geheimgang oder sowas zur Feengrotte. Kommen wir hier nach oben? So, okay, das funktioniert. Hier können wir uns auch bestimmt einmal durchmogeln, wenn wir das hier abbauen. Hey, guck mal, da haben wir so Sättchen bekommen. Sehr nice. Hier ist ein Wasserfall. Oh mein Gott. Hier geht's rein. Alter. Ey, wie nice ist das denn? Gott, wir sind alleine. Okay, lass uns alleine runtergucken. Hier sind irgendwelche Büsche. Wenn wir da jetzt durchgehen, wo kommen wir hin? Oh mein Gott. Alter, wie schön. Oh mein Gott. Ist das beautiful hier unten? Das gibt's ja mal gar nicht. Das ist hier die Feengrotte. Aber wo sind die Feen?
Ist ja mega schön hier. Lass uns mal umgucken. Ich will mal gucken, was hier alles so cooles ist. Hier sind irgendwelche kleinen Vogelhäuschen. Vielleicht leben hier auch irgendwelche Papageien oder Adler oder sowas. Wir brauchen jetzt... Wir müssen unsere Fee finden. Aber vielleicht leben da auch die Feen drin. Hallöchen. Ist hier eine kleine Fee? Komm doch raus. Ich kann kurz anklopfen. Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt... Warte mal. Jeder sieht nur seine eigene Fee. Das heißt, es könnte sein, dass hier alles voll mit Feen ist. Aber ich sehe die nicht. War hier gerade ein Partikel? Habe ich... Oh, das glitzert hier so. Vielleicht sind das die Feen. Oder vielleicht fliegen da Feen und ich sehe sie nur nicht. Und ich sehe nur den Glitzer. Oh mein Gott. Das könnte sein, dass sie überall Feen sind. Aber wir müssen unsere Fee finden. Das heißt, wir müssen jetzt unsere eigene Fee finden. Aber wie finden wir unsere Fee? Wir könnten rufen. Oder wir suchen die einfach. Hier glitzert alles. Hier mal lang gehen. Vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Kleine Fee. Ich suche eine kleine süße Fee für mich, der ich einen Namen geben kann, der schöner lautet als Birgit. Obwohl Birgit ist auch ein schöner Name. Aber ich weiß nicht, ob ich meine Fee so nennen würde. Oh mein Gott, ey. Bist du eine Fee? Oh mein Gott. Hallo, ich bin Easy Cheesy. Und ich glaube, du bist meine Fee. Kann das sein, weil ich kann dich sehen. Möchtest du vielleicht mitkommen oder so, weil ich brauche eine Fee. Aber was machst du denn hier? Ha, ich wusste, du würdest herkommen, wenn der Laden keine Feen mehr hat. So ein Pech, dass deine Fee jetzt mir... Oh mein Gott, lass meine Fee in Ruhe. Bitte tu ihr nichts. Bitte tu meiner Fee nichts. Hey, 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 hey. Mach... Oh mein Gott. Lass du mein... Bitte lass meine Fee alleine. Wenn du dich wehrst, bring ich sie um. Ha. War okay. Bleib hier. Ich warne dich. Nein. Du kannst doch nicht meine Fee mitnehmen. Sie nimmt einfach meine Fee mit. Nein, ich wollte doch meine Fee behalten. Was soll man jetzt machen? Wir könnten uns wehren, aber dann könnte sie unsere Fee angreifen. Und dann haben wir gar keine Fee mehr. Oder wir schleichen uns einfach hinterher. Wir müssen rausfinden, wo sie hingeht. Wir müssen uns hinterher schleichen. Ich will meine Fee wieder haben. Wo ist sie hin? Ist sie nach draußen? Leute, ist sie nach draußen? Lasst uns mal schnell gucken. Oh mein Gott, nein! Fee, bleib bei mir! Ich hatte dich doch nur für eine Sekunde! Vor allem, wie kann die denn meine Fee stehlen, wenn sie die nicht mal sehen kann? Wahrscheinlich, weil ich mit der geredet habe. Wo ist sie hin? Wo bist du hin? Nein. Wir müssen mal nach oben. Am besten, wir gehen mal nach oben auf den Baum oder sowas. Vielleicht hier. Zack. Abbauen. Rüberspringen. Wo bist du hin? Das kann nicht wahr sein. Seht ihr sie irgendwo? Okay, lasst mal ganz in Ruhe gucken. Ob wir irgendwo eine Spur sehen von unserer Fee. Das gibt's nicht. Ich brauche meine Fee. Wenn wir unsere Fee nicht kriegen, dann kommen wir nicht in die Stadt der Monster. Und dann war's da. Aiden? Hast du zufällig eine Fee gesehen hier? Oder ein Mädchen? Oder irgendwas? Du kannst die Fee nicht sehen. Hast du ein Mädchen gesehen? Hier, das da rausgerannt ist oder so? Es kam gerade ein Mädchen von dir raus. Okay. Sie ist hier lang. Komm mit. Hast du sie gesehen? Ich komm mit. Okay, dann lass uns... Aber wir müssen uns beeilen, Aiden. Bitte lauf schnell. Bitte lauf richtig schnell. Wir müssen uns beeilen. Aua, du... Oh, Mensch, Aiden, ich will doch nur, dass du schneller machst. Die hat meine Fee gestohlen. Wie nenne ich meine Fee? Ich weiß es noch nicht. Wenn wir sie wiederkriegen, dann kann ich ihren Namen geben oder sowas. Oh mein Gott. Aiden, da ist sie. Da ist sie. Meinst du, sie hat da meine Fee? Siehst du sie? Sie ist da unten. Leute? Was macht die denn? Die trinkt da unten gemütlich eine Tasse Tee oder was? Das darf nicht wahr sein. Da ist meine Fee! Da unten, siehst du sie? Da hat die meine Fee Oh mein Gott, die ist eingesperrt! Weißt du, was wir machen können? Wir können die jetzt eigentlich... Aber das merkt sie. Wenn wir die jetzt einfach... Wir könnten hier was raufwerfen auf die Druckplatte und die befreien, aber... Ich glaube, das merkt sie. Weißt du was? Wir werden sie jetzt zur Rede stellen. Hast du vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, Waffen mit dabei oder so? Wir können die ja... Hier, zack!
hast eine Blume. Wie willst du denn jemanden mit einer Blume bedrohen? Geht's doch. Hier, schnüffel mal dran. Wenn Sie eine Pollenallergie haben, dann sollten Sie jetzt wirklich Angst haben vor dieser Blume. Ich weiß nicht, ob sowas klappt, aber weißt du was? Ich gehe jetzt mal runter. Hey, du da, du hast meine Fee... was glotzt du so? Ich glotze, weil du gerade mich in der Höhle bedroht hast und mir meine Fee gestohlen hast. Und ich will die jetzt wieder haben, Susanna. Aber sowas von will ich meine Fee jetzt wieder haben. Na und? Du verdienst es doch gar nicht, eine eigene Fee zu haben. Hau ab! Natürlich verdiene ich das, eine eigene Fee zu haben, Aiden. Wieso ist sie so gemein? Lass die Feen gehen, Susanna. Oder muss ich erst mit Tristan reden? Wer ist denn Tristan? Wer ist denn jetzt... Okay... Seid doch keine Spielverderber. Na gut, dann lasse ich die doch gehen. Mir doch egal. Na gut, dann holen wir die jetzt raus. Aiden, willst du, oder... Ich weiß nicht, einer von uns muss, glaube ich, die Tür aufhalten. Oder, warte mal, vielleicht kommen wir auch so wieder raus? Kommst du mit, meine kleine Fee? Komm, folge mir. Oh, jetzt hat Aiden ein Brot für mich. Ja, oh mein Gott. Komm raus. Komm raus. Aiden, die Fee kommt nicht raus. Die soll sich mal bewegen. Wir müssen die Feder jetzt irgendwie rausholen. Wie können wir die Fee? Hast du eine Spitzhacke? Kannst du sie mir geben? Bitte? Aiden? Jetzt komm schon, jetzt gib mir endlich die Spitzhacke. Ich will meine... Aua. Ich will meine Feder rausholen. Okay, pass mal auf. Hier, so, zack. Die baue ich ab. Jetzt brauchen wir das gar nicht mehr auf. Okay, komm. Komm raus. Und alle anderen Feen, die da vielleicht eventuell noch drin gefangen sind, die müssen da jetzt auch rauskommen. Muss ich das noch mehr aufbauen? Wie dick ist denn... habe ich jetzt irgendwie eine besonders dicke Fee bekommen oder sowas? Möglicherweise ist unsere Fee tatsächlich ein bisschen dicker als die anderen Feen. Ja, jetzt kommt sie. Okay, jetzt kann sie rauskommen. Vielleicht war da doch ein bisschen ein paar Pfund zu viel drauf. Weißt du was? Wir werden demnächst mal ein bisschen Sport machen, meine kleine Fee. Und wir werden... Ja, mal gucken, was wir so machen können auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt auf jeden Fall eine kleine Fee gefunden. Das bedeutet, mit der können wir theoretisch in die Stadt der Monster kommen. Das wäre mega cool. Wir kommen hier endlich in die Stadt der Monster. Ich bin sowas von gespannt und excited, wie es da so sein wird. Aiden hat das Ganze natürlich schon erlebt. Der kann mir vielleicht ein paar Stories erzählen. Aber ich würde sagen, wir beiden machen uns das auf den Weg. Susanna bleibt hier sitzen und macht was auch immer, trinkt ihre Tasse Tee aus und ist weiterhin gemein und böse. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta.